ein paar Sicherheiten. Und Jumping. So. Ihr solltet übrigens nicht von der zweiten oder so abspringen, sondern einfach nur so. Ach, die fahrt doch drüben. Na. Ups. Ja, natürlich. So. Falls ihr übrigens denkt hier, oh, wunderschön, Münzies. Da kann ich euch nur sagen, in every level there are 3 Kudu Moons that in help to reach places. See if you can find them all. Oh, and you're dead now. Sorry. Ja, hier ist ein Coinblock und das ist natürlich instant kill, weil ihr kommt nicht mehr raus. So. Jetzt kommt natürlich wieder so eine wunderschöne Sprung Passage. Ach, ich werde mal groß. Da ich sowieso hier wieder klein werde. Na. Nein. Ach. Lasst mich doch alle damit in Ruhe. Ah, ja. Boing. Und boing. Boing. Dung, 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 dung. Okay. Und ob es glauben oder nicht, aber ich fliege wieder mal gegen denselben Fisch, gegen den zur selben Zeit am selben Ort. Ist das nicht schön? Klingt irgendwie lustig. So. Nein, nicht so weit. Und nicht so kurz. Na, 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 na. Ach, da ist nur dieser Kudumon. Und wieder einmal springe ich wieder gegen den gleichen Fisch. Der mich wieder einmal trifft und wieder einmal frage ich mich, warum zum Geier mache ich das hier. Und alle hoppa in die schwarzen, undefinierbaren Sachen.
Und. Gott, Höllen, Qualen. Zum Glück habe ich keine Gefühle mehr. Weil, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist meine schlechte Laune weg. Ob's glauben oder nicht. Hier müssen Slowdowns ran. Und ja, ich bin ein schlechter Zocker. Mario. Mario, hast du irgendwelche Worte noch, die du an deine Zuschauer richten willst? Nein, weiß ich nicht. Ich will nicht nach oben springen. Ich gehe einfach mal dahin. Au, das kann ja wehtun. Ja, warum hast du so eine masochistische Art? Ich weiß es nicht. Ein Hacker hat das erstellt. Als wenn ich... Da, 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 da. Oh, ja. Und alle ab. Na, komm schon. Oh, natürlich, ich habe natürlich nicht vorher gesaved oder sowas. Ich glaube, diese Koopa Shell brauche ich noch. Wo ist Stefan 89? Er, falls man, wenn man ihn braucht, er ist nicht da. So ein Scheinkleister aber auch. Da war ich zu schnell in der Kurve drin. Aber ich muss echt sagen, ich schlag mich eigentlich für meine Verhältnisse. Ich weiß, es gibt irgendwelche anderen Leute ohne Leben. Zumindest sag ich mal, dass sie kein Leben haben. Nein, natürlich haben sie ein Leben, sonst würden sie nicht existieren. Aber allgemein ein Zockergegner nennt man das ja, wenn man wirklich nur eine Sache macht, dass man dann kein Leben hat. Aber pff.
Ja. Und natürlich. Warum zum Geier muss ich mich jetzt an ein Privatgezocke mit ein paar anderen Leuten, die ich kenne, erinnern? Da habe ich nämlich auch nur gedacht, verdammt, Blatrix, warum zum Geier erwischst du immer das Falsche? Sehr schön. Schön, schön, schön. Damit hätte es auch das erste Level von Masochistic Mission absolviert. In deutlich kürzerer Zeit eigentlich, als ich dachte. Saffron. Das sieht mir schon so nach Menschenverachtung der Quälbarkeitsstufe 1 aus. Möglichst keine Münze berühren. Okay, das war doof. Doof, bekloppt und schieß mich tot. So. Die hier übrigens gezeigten Hacks werde ich natürlich nicht übrigens weiterspielen. Damit ihr es schon mal wisst. So, da kann ich schon mal Save State setzen. Ich habe nämlich keine Lust, das nochmal zu machen. Ich habe mich durchgeglitscht. Ich dachte mir einfach mal, ich hole diese drei Leben, denn ich glaube, das verkürzt auch ein wenig den Stand, wo ich bin.